Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Room to the War 2 mit Makedonien. Ich war gerade sehr verwirrt, weil wir hier alles erobert haben, in Anführungsstrichen. Hier war die letzten Runden ziemlich viel. Ziemlich viel Feindbewegung, sage ich mal. Da ist mir aufgefallen, dass ich letztens mit den Katlier, heißen die so? Ja, Katlier, Frieden geschlossen haben. Die haben mir angeboten, eben Klientelkönigtum zu werden. Und da die hier oben sind, dachte ich so, ja, kann ich ja machen. Aber das war die mich die ganze Zeit angepisst haben und total nach hinten geworfen haben. Jetzt haben die das da quasi abgestaubt und sind jetzt unser Klientelkönigtum. Das heißt, wir bekommen immer noch Geld von denen, oder wir bekommen Geld von denen, aber diese Gebiete gehören halt nicht mehr uns. Und ich hatte kurz Panik, dass das hieße, dass wir kein Eisen mehr haben, aber zum Glück ist Mazaka die Eisenstadt, Eisenprovinz. Das heißt wiederum, dass wir uns jetzt komplett auf den Osten konzentrieren können. Wir machen hier jetzt so eine Schlaufe nach oben, also Deda werden wir jetzt noch erobern und dann gehen wir, die Armee bleibt hier unten und die beiden machen hier dann kommt erst später. Gehen hier runter, da bleibt eine Armee, die zweite geht runter. Und dann verbinden sich die beiden Armeen und gehen dann hoch. Und dann erobere ich hier alles. Genau. Und dann müssen wir irgendwie schauen, dass wir Alexander den Großen irgendwann töten. der war ja dann schnell weg vom Fenster. Also gut, wir besitzen noch eine Provinz und zwar hier oben, würde ich meinen. Genau. Nahrung. Nahrung haben wir nur noch 19, das ist nicht gut. So, Rom kommt auch langsam wieder. Ja, dein Volk, ja. Roman kommt langsam wieder zurück. Ist sehr spannend. Wir können mal, das Let's Play wird nicht mehr lange dauern. Und, ich würde sagen, bitte sprich mal Deutsch mit mir. Ich würde dann sagen, dass, also ich spiele so lange, wie Alexander eben gelebt hat, beziehungsweise ich versuche ja hier so zu erobern wie Alexander der Große, also genau wie er quasi vorgegangen ist und noch nicht lange genug. Schau, der tippelt immer hier 1-1-1-1-1-1, naja, egal. Gut, und worauf ich hinaus will, das wird jetzt höchstwahrscheinlich noch so, nicht mehr als 10 Runden dauern, 10 Folgen dauern. Und ich dachte mir, dass, je nachdem, wie, ob ihr wollt oder nicht, Entschuldigung, werde ich dann weiterspielen. Also es war ja so, dass Alexander nach Indien gegangen ist. Und da haben halt seine Soldaten gemeutert, sag ich mal. Also, wie heißt das bei der Armee? Gemeutert ist, glaube ich, bei der Flotte auf der See. Also die hatten keinen Bock mehr. Warte mal. Also auf jeden Fall wollten die Soldaten nicht mehr. Und das zwang, also die Soldaten wollten schon einige Male davor nicht, aber
Er hat das immer sehr gut unterdrückt. Und genau, hier konnte er aber nicht mehr weiter, weil komplett alle Soldaten nicht mehr wollten. Und ja, das können wir automatisch machen. Da ist er ziemlich gnadenlos. Alter, echt jetzt. So, wir machen Rüstung. Rüstung ist, habe ich jetzt gemacht wegen den ganzen Fernkampf-Kavallerien, die noch kommen werden. Genau. Alexander musste ja dann fliehen. Und das hat er nicht so gemacht, wie er es eigentlich hätte machen sollen, sondern er wollte halt, ja, er wollte mehr. Und dann ist er quasi, ja, ich sag mal, über feindliches Territorium geflohen. Also er hat, hier ist eben die Karte zu Ende, aber da ist ja ein Riesengebirge, eine Riesengebirgekette. Und er war eben schon drüben und ist dann hier runter Richtung Richtung Meer gegangen und dann zurück nach Babylon. Und über die ganze Zeit, ah, hier ist die Gebirgskette, ja, okay. Über die ganze Zeit, ja, es ist, nee, das sage ich dann. Also es war katastrophal. Es war wirklich die armen Soldaten, ne? Die haben sehr, sehr darunter gelitten. Einerseits unter der Hitze, die sind ja über die Wüste nach Hause gegangen oder zurück gestapft. Und ja. Und Alexander, so viel ich weiß, da schlage ich nochmal nach, ist aber mit einem Schiff gefahren. So. Der latscht mal nach da. Die bleiben da. Falls wieder irgendwas ausbricht. Warte, nee, 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 nee. Die gehen nach Nikomedia. Falls irgendwas wieder ausbricht, dann sind sie schnell hier und hier. Super. Du könntest eigentlich schon mal hier hin marschieren. Warte, zuerst gehe ich hier hin. Dann marschiere ich mit denen mal hier rein. Mit denen. Ah, die kann ich ja jetzt. Genau. Genau, mit denen bin ich ja gerade. Dann schaue ich mal, ob hier noch was ist, aber ich glaube nicht. Das fühlt sich gerade so an, als. Als würde hier nicht mehr viel kommen. Ja, aber hier ist doch schon noch was. Also spannend bleibt es auf jeden Fall, hoffe ich. Genau, die bleiben da. Oh, es ist gerade so unglaublich heiß hier. Es ist total die drückende Hitze. Also ich hoffe, dass es jetzt endlich zum Gewitter kommt. Natürlich kommt er, ne? Ja, okay, das sind Pikniere. Ich habe mir gedacht, wenn das da normale Speerkämpfer gewesen wären, dann hätte ich es gespielt. Weil Elefanten gegen Pikniere sind schlecht. Die Bogenschützen oder die Kavallerie hätte ich, ja, mit meinen Bogenschützen ein bisschen malträtieren können. Also ich hätte ihnen auf jeden Fall mehr Schaden zufügen können. Aber ja. Gegen andere Pikinierseinheiten ist es immer nicht sehr positiv. Dieses Volk ist eine Gefahr. Ja, aber nicht für mich. Gut. Bin ich mal gespannt. Mich würde auch mal interessieren, könnt ihr sehr gerne
unten in die Kommentare schreiben, welches Volk euch noch interessieren würde. Also, ich habe da ein bisschen... Der nervt wirklich. Wollt ihr herumsitzen? Ja, natürlich. Mein ehrbarer Herr heißt mich über Gold zu reden. Schutzbündnis? Ich werde ehrlich sein. Ich auch, nein. Rebellion. Natürlich. Ja, aber die sind ja klein. Genau, ich habe mir gedacht, wegen, ja, welches Volk noch interessant wäre. Einerseits, die Ikeni. Die sind auf jeden Fall interessant. Und also die Ikeni sind ja die das Volk in bei den, ne, da oben halt, in Britannien, und vielleicht Ägypten, weil das war ja quasi die, ja, die Großmacht vor Karthago, mehr oder weniger. Also Großmacht war es eigentlich nie. Aber der schnelle Zerfall von denen ist halt, fand ich sehr interessant. So. Gut. Königliche Kaserne jetzt hat. So, genau, einfach schreiben, welches Volk ihr euch interessieren würde. Und dann, oh, das war dämlich, ich wollte eigentlich dahin. Ja, egal, dann gehe ich nochmal zurück. Kostet ja nichts. Wo sind jetzt zum Ende der Welt? Zum Rand der Welt. Die stopfen mal nach da. Wunderbar. So. Genau, du stopfst mal nach Nicomedia. Gut. Wie sieht's denn gerade hier politisch aus? Mhm. Der könnte neu heiraten. Wie alt ist der? Ja, 56. Oh Mann, und beide Kinder sind tot. Okay. Du darfst nochmal heiraten. Vielleicht funktioniert's ja. Ja, Forschungsrate. Ist immer gut. Giftmischender Ehemann. Stille Ehefrau. Naja, interessant. Gut. Oh, dieser Zweig ist... Ah, noch nicht gestorben. Ja, die da sind fleißig dabei. Das ist schön. Risiko ist 0%, aber... Die mögen uns jetzt auch wieder ganz doll. Aber die sind mir ein bisschen zu stark. Die können auch mal wieder heiraten. Massenheiratung. Das hat übrigens Alexander der Große auch gemacht. Der hat... Ah, wo war denn das? Ah, da. Wo war denn das genau? Ich glaube, das war wirklich in Babylon. Da gab es dann so eine Massenhochzeit. Da hat er seine getreuen Kommandanten, also seine Offiziere mit vielen persischen Prinzessinnen und Adelsdamen, Hofdamen vermählt und wollte damit eben eine Verbindung zwischen Persien und Makedonien knüpfen. Und das hat er wirklich geschafft. Das war ganz cool. Das war ganz clever auch. Hier... Warte, ich gehe mal noch weiter hoch.
Genau, weil hier das ganze Gebiet wollen wir ja haben. So. Alter, ich schwitze wie ein Schwein. Danke für die Nachricht, danke. Das wolltet ihr sicher wissen. Gut, dann schauen wir mal weiter. Okay, hier ist wirklich gar nichts. Du bist wieder aktiviert. Und du heilst mal noch weiter, bevor du Richtung Süden gehst. Gut, dann weiter. So. Uiuiui. Warte mal. Ja, okay. Vor allen Dingen, das ist ja keine Stadt, das ist nur ein Dorf. Na gut, dann erobern wir halt das wieder zurück. Ja, und alles nur wegen, weil ich die Armee zur Seite geschickt habe und nicht nach unten, wie ich eigentlich wollte. Ah, das ist jetzt doof. Aber der Vorteil ist, wenn die beiden jetzt da sind, dann, also die Flotte und die kleine Armee von dem, ist, dass ich da beide vernichten kann. Unsere Krieger. Ja, ist gut. Einfach alles abschlagen. Ne. Nö. Einfach nur. Nö. Aha, da. Und der schon wieder. Am liebsten würde ich den angreifen. Einfach damit er mal weggeht. Ah, der hat sich da voll. Ich nehme teil. Total festgebackt. Ah! Warte, zuerst will ich sehen, wer das Kind gemacht hat. Das ist schon 3 Jahre alt. Ein Jahr. Ja, das da dann. Ah, die beiden. Sehr schön. Sehr schön. Annulliert. Welches ist annulliert? Ah, natürlich. Natürlich. So, du rammst mal hinter denen auf. Ah, kannst reinmarschieren. Mich hat übrigens auch ein Kumpel gefragt, der, also jetzt nicht über YouTuber, sondern wir haben uns so privat mal unterhalten. Er wollte wissen, warum ja, Alexander so erfolgreich war. Also, ich habe ja schon öfters erwähnt, glaube ich, dass Alexander eben. Ach komm, ich kann nicht mehr ziehen. Dass Alexander. Ja, das ist beides uninteressant. Dass er ziemlich gut gegen Übermächte gekämpft hat. Also seine erste Schlacht gegen Darius war gegen eine Übermacht. Und die zweite ebenso und. Eigentlich relativ viele darauf folgende auch. Und das Interessante bei Alexander war, dass er. Oh, ernsthaft. Dieser Popel. Ah, das nervt immer, dass die dann abtrünnig werden. Ja, erwarte meine Befehle und ich sag dir, was ich jetzt mache. Ich werde dich ersetzen. So, selber schuld. Wir hungern nach einer Schlacht.
So. Genau. Wo war ich gerade? Ah, ich vergesse das immer so schnell. Das ist echt nervig. Für euch ja sicher hoch 10. Warte, ich schaue nur kurz. Ja, der kommt da rein. Dann schaue ich mal kurz, wo die jetzt stehen. Die kommen da jetzt nicht rein. Gut, also. Ich glaube, ich weiß ja wieder, wo ich war. Und zwar, Alexander hat ja, genau, warum er so oft gewonnen hat gegen die Übermächte. Das war zum Teil, war das eben seinen guten Generälen ja, er hatte einfach super Generäle, die auch taktisch unglaublich stark unterwegs waren. Was aber ja am eindeutigsten ist, hier, ich werde gerade voll abgelenkt, weil draußen ist gerade so ein fetter Vogelschwarm, der sich sehr merkwürdig benimmt. Der fliegt immer von einem Baum. Also das ist ein richtiger fetter Schwarm. Das sind mindestens 15 Vögel und die fliegen immer von einem Baum zum anderen. Also der ist ungefähr 5 Meter oder 6 Meter entfernt. Was machen die da? Ah, egal, Entschuldigung. Genau, der Alexander hat immer das Unerwartete gemacht. Das war, das hat man sehr gut gesehen bei seiner ersten Schlacht. Er hat, warum habe ich jetzt so fettes Minus? Warte, da gehe ich jetzt mal überall. Okay, ich habe schon. Er hat einfach komplettes Unerwartete gemacht. Und dadurch. Ja. Einfach alles vernichtet. Das ist, bei der ersten Schlacht war es so, dass er gegen, also der Feind war 1 zu 5, glaube, nee, Schwan, 1 zu 2 oder 3, 1 zu 2, glaube ich, überlegen. Aber das war nicht so eine große Armee, die Dareios ihm entgegengeworfen hat. Und, und, genau, die war aber auf jeden Fall mehr als ausreichend, um Alexander schlagen zu können. Und was hatte Alexander gemacht? Er ist einfach volle Möhre komplett in die hochgesicherte Mitte vom, also genau der Kern von der feindlichen Armee, hat er einfach angegriffen. Und damit hat er einfach jeden überrascht. Und ja, jetzt hör mal auf. Jetzt, du hörst jetzt auch mal. Nee, du fängst gar nicht erst an. Damit hat er komplett jeden überrascht, weil die Mitte war, also sie war nicht von der Mannzahl hoch geschützt, sondern die Armee, die persische Armee war hinter. Ich überbringe euch die Nachricht. Ja, kannst wieder gehen. Die Armee vom Dareios war, jetzt könnt ihr bitte mal aufhören, war hinter einer Flussbiegung, nicht Flussbiegung, sondern am Fluss, ganz normal. Und, ja, gut, jetzt halt, bisschen Ruhe. Genau, an der Flussbiegung, ich sage immer Flussbiegung,
an einen ganz normalen Fluss. Und das Krasse war, an der Seite, am Ufer von den Persern ging es relativ kurz und steil hoch und dann ging es wieder ganz normal. Und durch diese, durch diesen Hügel haben ja die Perser gedacht, so, ja, okay, die ist gut geschützt, wenn wir dahinter noch eine Phalanx stellen, ist alles gut. Und haben eben dementsprechend die Flanken stark gemacht. Und genau. Und Alexander hat sich gedacht, so, ja, okay, die Flanken sind sehr stark, sehr gut geschützt. Und das ist mir egal. Ich gehe jetzt einfach zum Angriff über und töte alles quasi, mehr oder weniger. Und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Also er hatte bei der ersten Schlacht sehr, 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 sehr viel Glück, dass er überlebt hat. Also einer von seinen getreuen Leibwächtern hat ihn gerettet. Also er war, Alexander war immer komplett an der Front unterwegs. Also der hat immer alles geleitet und das war eben auch ein Vorbild für darauf folgende Generäle. Und ich laber schon wieder zu viel, die Folge ist um. Entschuldigung, wenn es heute ein bisschen, also wenn ich heute einiges öfters abgeschweift bin und ist immer noch Meister und also Meisterprüfung, Abschlussprüfung und ist ein bisschen viel um die Ohren gerade. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat's gefallen und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr bis jetzt geschaut habt, was ihr als nächstes sehen wollt. Ob ihr sehen wollt, ob wie es passiert wäre, wenn Alexander weitergekämpft hat und dementsprechend wäre nach Indien weitergegangen, aber das können wir nicht machen. Also gehen wir wahrscheinlich nach Alexandria weiter oder spreaden das aus oder eine andere Fraktion oder ein anderes Spiel. Wäre auch interessant. Gut, auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Bye.